Herzlich willkommen zur weiteren Folge hier in Thüringen. Wir bringen jetzt unseren Kalkstreuer zurück. Natürlich kann der auch normalen Dünger fahren, aber ich habe einen extra dafür vorgesehen für Kalk. Deswegen auch die Farbe weiß oder hellen Ton. Ne? Und weiß ist die andere Frage, ne? Aber sehr, sehr hellen Ton. Ne? Also trifft schon Zug mit weiß. Und den bringen wir jetzt in den Hof und dann werden wir mit Holz weitermachen. Die anderen Felder sind alle bestellt. Sonnenblumen und mit Soja noch. Ansonsten müssen wir jetzt warten, bis ja, das Gras soweit ist. Was sich auch lohnt zu mähen. Ne? Aktuell ist es zwar mähfähig, aber es darf noch einmal gerne, ne, wachsen. Ja, wir machen weiter. Ja, Holz, Geld verdienen. So. Wir brauchen noch einen Schwetter, Spanner und wir brauchen noch einen Zetter zum Heutrocknen, um in der Gras mähen. Dann soll es auch trocken werden. Ne? Wir brauchen Heu. Heu fürs, für Tiere. Ja, wenn man möchte viel, viel Heu haben, dann haben wir nächstes Jahr ein bisschen lange Vollkriegen Ruhe. Beziehungsweise der Heu geht ja am meisten drauf bei Muschelhersteller. Ist ja Tatsache, da ist die Lage nur ein Bruchteil von dem und Stroh auch nur ein Bruchteil. Ne? Stroh werden wir dieses Jahr nicht so viel haben, weil wir im Prinzip nur ein Feld mit Weizen haben. Ein relativ kleines Feld noch oben rein. Aber er wird schon reichen. Ne? Zur Not werden wir halt ein bisschen nachkaufen. Zumindest fürs Futter machen und so. Fürs Einstreuen, na gut, wenn nicht da ist, nicht da. Ne? Drückt die Nase, doch gar nicht. Ah, hier da so eine Stelle vergessen. Ah, da macht nicht. Gute Frage. Komisch, da wächst ja kein Unkraut. Ne? Das wäre so Idealfall, ne? Also würde der Unkraut dann entsprechend nachwachsen, das wäre dann aus Kräuterwiese, ne? Natur. Ja, die Nase juckt das nicht gut. Liegt am Wetter oder was? Keine Ahnung. So, den fahren wir unten in eine kurzen Halle rein da und diesen Vorbau, was wir da haben. Oh, jetzt werde ich noch müde. Gibt's doch gar nicht. Ist aber typisch. Ich esse was und dann werde ich müde. Das ist nicht normal. So. Da überlege ich auch lose reinzufahren. Ne? Aber dann müssen wir Gas geben. So, Kursplay. Müssen wir auch mit zwei Fahrzeugen fahren, noch zu viel, ne? So, haben wir ein gelbes Gewicht da? Nee. Nur blau. Nur also keins. So, überlegen, hast du Holz? Ja. Den fahren wir kurz auch wieder hier rein in die bei den Kühen. Ne? Siehste, da sind wir. Könnten wir die Maschinen ein bisschen leiser machen, das können wir machen. Das ist ein schlechtes Zeichen normalerweise. Denn jetzt müde zu sein, der LKW ist da hinten, ne? Ups! Anna? Anna? Jo! Kühlwelle? Ne, alle raus. Ja, hier muss ich noch irgendwas einfallen lassen. Das ist ein bisschen zu extrem, ne?
Aber dazu muss ich Lust und Laune haben, das ist so eine Sache, ne? Terraform, ich kann es auch hier versauen, ne? So, mal schnell aufs Zeitraffer gehen, ne? Ja. So. Gehen wir normal. Und Richtung, ja, Wald. Ne. Muss ich Alltag einstellen? Kann sein. Wir wollen zum Wald, nicht zur Kühe, ne? Also nicht rechts abbiegen. Da müssen wir noch die Stumpen wegfräsen. Bäume pflanzen können wir auch noch machen nebenbei. Das wollen wir gleich machen, weil wir brauchen nicht Platz zum Fahren, ne? Das macht sich jetzt beschissen. LKW ruckzuck bis festgefahren. So. Weg bist du, ne? Wisst ihr gar nicht. Ach, bitte entschuldigen, dass ich müde bin. Aber garantiert, dann liege ich im Bett, damit ich nicht einschlafen kann. Ein Pflegewald ist im Wald nicht notwendig, aber der Traktor hat es gerade drauf gehabt. Also okay, lässt es mal so, ne? Kommt nicht in Frage. Weil die kann man nicht zerstören, außer den Waldboden, ne? Der Baum ist auch gefällt. Das Sprache ist natürlich wahr, der Baum, ne? Und da kann er leider auch weg. Das ist bei der Fräse so, die ist sehr, sehr empfindlich und was sie nicht soll, sind sie auch weg. Das heißt, ganze Bäume. Deswegen kann ich, müsste ich den eigentlich stehen lassen, aber das wäre eh nur ein kleiner Baumstamm, daher nicht mehr getragen.
Würde gut gehen jetzt hier. Den linken Leitzungen kann ich auch nicht anholen. Da wären sofort zwei Bäume oder drei Bäume weg. Das wäre dann doch ein bisschen zu schade. Einer, jetzt ist er versteckt von dem Gras. Ich muss sagen, überzogen, nee. Meistens sehr gefährlich, die Medizin ist immer ganz schnell da. Ab und zu, wenn ihr das Klingeln hört, ist mein Countdown-Zähler hier. Eigentlich ein Eieruhr normalerweise. Wenn die Zeit rückwärts zählt. Ne? Dadurch brauche ich nicht mehr umschauen. Leider vergesse ich auch, dass ich mal aktivieren. Ne? Dann ist es oft zu spät. Oben rechts die Uhr darauf achtdecken im Grunde nicht. Also, schon 20.02 Uhr ist, das ist. Wer von den Dingern wechseln, umso besser kann man LKW hantieren. Und die Gefahr ist groß auf uns festfahren. Ne? Die müssen ja eh weggemacht werden, so oder so. Bleibt mir eh. Die würden nicht mehr faulen, ne? Also. Aber auf dem Feld wird die Frucht verfaulen. Also regelrecht ja, verkammeln kann man sagen. Aber keine Sorge, die Baumstumpen nicht, die bleiben stehen. Boah, dieser Arm.
so Stück für Stück, ne, geht alles weg. Das will einer mal umgehen. Ist ein bisschen laut, ne? Schaltet man so fest. Das war ein großer. Ups. Und so, das war's für die heutige Folge. Ich sage mal Dankeschön fürs Reinschauen. Dann sagen wir Tschüss und den Gewinkel. Ciao. Ja, man sieht sie vielleicht wieder zum nächsten Folge. Dann geht's weiter auf jedem Holz. Tschüss.